Ist das jetzt die Kaufchance des Jahres in Silber? Ja, unter gewissen Umständen. Und weil diese gewissen Umstände einigen nicht gefallen und ich das auch vollkommen akzeptiere, möchte ich an dieser Stelle einmal darauf hinweisen. Wer also sagt, mir ist vollkommen egal, wann sich Silber im Kurs verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Ich habe ja mal ein Video gemacht, 125 US-Dollar Kursziel im Verlauf der nächsten 5 bis 10 Jahre. Wem das wurscht ist, wie viel Rendite er jährlich einfährt, der muss sich das heutige Video nicht anschauen, dem wünsche ich aber dennoch jetzt schon mal, obwohl ja noch ein paar Tage hin sind, ein schönes Wochenende. Wer sagt, ob 7% oder fast 15% Rendite, der beschäftigt sich dann zwangsläufig auch mit dem richtigen, vielleicht sogar perfekten Einstieg. Ob sich nämlich Kapital verdoppelt in 5 oder in 10 Jahren, das macht halt einen Riesenunterschied. Auf Sicht von 10 Jahren entspricht das ja einer jährlichen Rendite von 7%. Auf Sicht von 5 Jahren ist eine Verdopplung, entspricht fast 15% jährlicher Rendite. So, den richtigen Einstieg zu suchen, das ist nicht für jeden etwas. Genau das wollen wir aber heute machen für den Silbermarkt. Genug der Vorrede, legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Aus organisatorischen Gründen, das möchte ich an dieser Stelle schon mal erzählen, nehme ich dieses Video am Montag auf. Ihr seid also, was die Kurse angeht, schon mal 2 Tage schlauer als ich. Ebenfalls wichtig der Hinweis, dass Silber das schwächere Edelmetall ist. Von daher werde ich am Ende dieses Videos auch noch darauf eingehen, wie ich persönlich im Silbermarkt agieren würde, aber gegebenenfalls auch im Goldmarkt. Also schauen wir bei mir auf den Bildschirm und schauen wir auf die aktuellen Kurse. So, das hier sind die aktuellen Notierungen im Silbermarkt und natürlich brauche ich dafür die technische Analyse. Es gibt immer auch Nachrichten, die fundamental einen Markt, ganz gleich ob einen Rohstoff oder eine Aktie, egal welche Branche, beeinflussen. Aber ich kenne die Nachrichten natürlich nicht vorher. Was ich aber im aktiven Handel brauche, ist ein sogenanntes Setup. Das heißt also, ich habe einen Einstieg, schön und gut. Und bei vielen Anlegern erfolgt der Einstieg, naja, weil sie sich gerade die Mühe gemacht haben, hier etwas zu lesen oder eine Analyse zu erstellen. Und wenn man sich die Mühe gemacht hat, dann will man natürlich auch davon profitieren. Also kauft man. Das ist, ihr könnt es euch denken, nicht die allerbeste Idee, an so etwas heranzugehen. Und nochmal, wer langfristig einfach investiert sein will, so wie ich in meinen physischen Beständen, die etwa hälftig aufgeteilt sind zwischen Silber und Gold, da spielt es jetzt auch gar keine Rolle, wie der Markt sich in den nächsten Wochen verhält. Die habe ich seit der Jahrtausendwende und ich werde sie, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal vererben. Vielleicht brauche ich sie auch irgendwann. Vielleicht sehe ich auch irgendwann eine Fahnenstange, so wie 2011. Da habe ich ein bisschen Gold verkauft. Ja, die sind davon völlig unberührt. Aber ansonsten brauche ich natürlich so einen Plan, um zu sagen, wo steige ich auch wieder aus? Gerade weil ich ja im aktiven Handel das Kapital dann auch drehen muss in genau die Position, die für mich laufen. Und wenn das nicht der Fall ist und das Ganze brach liegt, seitwärts bringt mir am Ende auch keine Rendite, dafür brauche ich meines Erachtens die technische Analyse, alles was auf kurzfristiger Ebene stattfindet. In meinem langfristigen Aktienportfolio verfahre ich auch mit Fundamentaldaten, weil ich dann natürlich auch in Schwäche nachkaufe. Das ist aber kein Ansatz für einen kurzfristigeren Handel. Ganz egal, ob wir über Daytrading sprechen, auf Wochenbasis oder Monatsbasis. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, wir haben ja hier auf dem Kanal jetzt länger keine Videos gemacht. Ach so, was mir noch einfällt zwischendurch, Montag das Video über Immobilienaktien. Danke für euer positives Feedback. Die Vonovia ist seitdem ja noch mehr unter Druck gekommen, beziehungsweise ich hatte ja die Schlusskurse von Freitag. Also ich habe mittlerweile natürlich genau das versandt, was ich schon angekündigt habe. Heute Morgen war nämlich im Report, da war der Immobilien-ETF. Wir rücken letztlich dem Kaufdatum immer näher, weil die Kurse mir entgegenkommen. Und von daher, da waren ja auch einige Warnungen drin, wie man nicht in den Immobiliensektor investieren sollte. Also, falls noch nicht geschehen und ihr sagt, ich möchte erstmal sehen, ob den Leuten der Report gefällt. Er gefiel Ihnen. Hier bitte eintragen unter www.lars-erichs.de findet ihr auch unterhalb dieses, in der Beschreibung, in den Shownotes, wie es so schön heißt. Und dann könnt ihr euch den Report selbstverständlich noch runterladen. Also, wir kommen jetzt erstmal zu Silber und schauen auf das letzte Silber-Video. Und da steht es, und wirklich, ich meine das im allerbesten Sinne, wenn ich über den aktiven Handel spreche, dann spreche ich immer auch über Risiken. Kleines Beispiel gefällig. Es gab da jemanden, der hat zum Beispiel einen Podcast gemacht vor 2 Wochen zu Bankaktien, europäische Bankaktien. Dann gab es auch noch jemand, der hat gemeinsam mit seinen Lesern mea culpa
dementsprechend auch einen ETF auf Bankaktien gekauft. Wisst ihr, wer das war? Das war ich. Das kann im aktiven Handel passieren. Mit dieser Position bin ich aktuell 9 bis 10% im Minus. Ja, nicht fürs Depot, selbstverständlich nicht. Da sind wir eigentlich gar nicht so schlecht gefahren in den letzten Wochen. Aber für diese Position, das war ein denkbar schlechterer Einstieg. Das kann im aktiven Handel passieren. Also bitte nehmt diesen Risikohinweis ernst. Das ist nur etwas, wenn man mit solchen Risiken umgehen kann, wenn man sich der Tatsache bewusst ist, dass es auch Verlierer geben wird. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten und der Einstieg war schrecklich. Ich bin mit dem ETF aktuell 3% vom Stop entfernt. Meines Erachtens, während ich das jetzt hier aufnehme, wir sind am Montag, das heißt, ihr seid schon wieder viel schlauer, wenn ihr das hier am Mittwoch hört. Meines Erachtens ist das grob übertrieben. Ja, die UniCredit war gerade vom Handel ausgesetzt. Man muss jetzt keine italienischen Banken mögen, aber diese Silicon Valley Bank, das war dann schon ein Fall von Missmanagement und von Arroganz. Der mag an der Wall Street häufiger vorkommen, aber dass jetzt europäische Aktien, jetzt Bankaktien, alle unter Druck geraten. Am Ende geht es aber nicht darum, was ich glaube. Am Ende hat im aktiven Handel der Markt recht. Und das ist das Entscheidende. Deswegen brauche ich auch da mein Setup, ich brauche meinen Stop. Ich habe es bewusst nicht in einer Einzelaktie gemacht, sondern in einem ETF, weil der sich nicht so stark bewegt. Also, ich bin mir des Risikos bewusst, aber das muss man eben auch sein. So, Ende dieses Disclaimers. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Aktiver Handel ist wirklich nicht für jeden was. So, und worauf wollte ich hinaus? Genau, das hier ist der Silberausblick. Und da stand Silber noch bei 23,88 und wir sind ziemlich genau hier abgeprallt. Und das ist eben der Punkt, der nicht korrekt ist. So, jetzt ganz viel Liebesfeedback, freue ich mich auch. Aber hier, der Silberausblick, also der liebe Veit darf natürlich schreiben, was er will. Es ist wie eine Münze werfen. Das ist eben genau der Unterschied zu dem, was ich da mache, zu Münzwerfen. Das ist eine Möglichkeit, wenn wir von hier abprallen und ich habe klar gesagt, ab welchem Kurs das für mich der Fall ist, wenn wir nämlich hier diese 23 Dollar in etwa unterschreiten und dementsprechend kam es. Die andere Möglichkeit ist, und glaubt es mir, so funktioniert aktiver Handel, dass wir zur Oberseite durchgehen. Das war mein Handel für 24 Folgende, sieht man auch, das heißt mein maximales Kurzziel. Kommen wir also zur Kaufchance des Jahres vielleicht, liegt so zwischen 28 und 30 US-Dollar. So, das ist aber kein Münzwurf. Ja, zwischen diesen beiden kann man sagen so oder so, aber es gibt ja etwas, ich kann ja die Wahrscheinlichkeit zu meinen Gunsten verändern, nämlich immer dann, wenn ich das Chance-Risiko-Verhältnis kontrolliere. Und jetzt ist das Chance-Risiko-Verhältnis für einen Kauf interessanter. Warum? Weil der Stop natürlich auch nicht im luftleeren Raum ist. Jetzt sind wir relativ nah dran. Das ist Silber bei 20,74 und jetzt werden wir mal ganz konkret, das ist der Wochenchart. Jetzt könnte man natürlich, und das ist möglich, das ist immer das Risiko, wenn ich antizyklisch in einen Markt gehe, der eigentlich fällt, dass es einfach weiterfällt. Das kann passieren und hier unten wird dann die Entscheidung stattfinden. Meines Erachtens darf es gar keinen Test hier unten geben. Wenn das passiert, dann rutscht Silber wahrscheinlich zur Unterseite durch. Ist auch völlig egal, wie dann die Produktionskosten sind und. Dann wird man ganz viele Artikel lesen. Das kann gar nicht. Silber könnte gar nicht unter 20 Dollar fallen. Dann produziert keiner mehr. Humbug. Ja, die Unternehmen hören natürlich nicht auf zu produzieren und sagen dem Finanzamt, ja, dann machen wir eben Insolvenz. Nein, das ist ein ganz großer Irrtum. Für einen gewissen Zeitraum werden Rohstoffunternehmen, und dieser Zeitraum ist relativ lang, nämlich dann, wenn irgendeiner die Schotten dicht macht, wenn du Insolvenz anmelden musst, ja, dann so lange werden sie weiter produzieren, weil sie Löhne bezahlen müssen, Gehälter, ihre eigenen Boni am besten auch, die fallen natürlich dann nicht so üppig aus, weil sie Lieferverträge haben und so weiter. Man kann nicht einfach zumachen, weil man sagt, mir gefällt der Preis jetzt aber nicht. So. Und deswegen kann es natürlich auch in Phasen des Abschwungs dann sogar ein Überangebot geben. Das kennen wir aus dem Ölsektor. Immer wenn es fällt, dass man sich wundert, warum steigt denn jetzt die Ölproduktion? Naja, wenn du das Gleiche verdienen willst, musst du mehr Öl verkaufen. Also das sind gerade im Rohstoffmarkt so Eigenheiten, die sollte man am besten kennen. Und jetzt kommen wir aber, denn schließlich habe ich das heutige Video ja positiv formuliert, also Kaufchance. Zuerst mal wäre es mir lieber, ich komme gleich noch dazu, wie ich das selber konkret mache. Zuerst mal wäre es mir lieber, wenn wir hier übers letzte hochsteigen, so bei 21,30. Vorher halte ich mich zurück, denn diese Kombination, ich mache es jetzt nicht zu technisch, diese Kombination ist noch nicht allzu vertrauenserweckend. Insbesondere im Vergleich nicht. Aber wir bleiben kurz bei Silber und dann spreche ich auch über das bessere Silber. Aber es gibt eine Marke, die aus meiner Sicht nicht unterschritten werden soll, die angetestet wurde und da haben wir uns erholt. Hier,
Das ist das letzte Tief. Das ist jetzt mehr oder weniger Zufall, dass es ziemlich genau bei 20 Dollar liegt. Das ist so eine Unterstützungszone. Und insofern kann man, wenn man möchte, sagen, Silber ist auf diesem Niveau interessant für mich. Aber hier, das soll nicht unterschritten werden. Die 1960, 1950, ich würde immer noch so ein bisschen was draufrechnen an Sicherheitsmarge. 0,5%, je nach Volatilität. Ansonsten wird hier unten getestet und das will man eigentlich nicht. Für mich interessanter ist, wenn wir hier über 21,30 rausgehen. Ich weiß, heute ist viel Technik-Talk, aber nochmal, ich habe es ja schon mal gesagt, wenn man den perfekten Einstieg mal erwischen möchte, und ich setze es bewusst in Anführungszeichen, weil ganz perfekt ist er selten, aber es gibt die Fälle natürlich, das wäre für mich dann erst, wenn wir hier diese 21,30 überschreiten sollten, dann stünde erstmal Erholungspotenzial bis zur Abwärtstrendlinie. Das wären ja dann schon rund 15%. Warum sage ich die ganze oder spreche ich die ganze im Konjunktiv? Weil es im aktiven Handel, es ist mir wirklich völlig egal. Und zwar so richtig 100%. Ob ich jetzt irgendeine Aktie handle oder Gold oder Silber oder Öl. Ich möchte nur, dass sich der Basiswert in meine Richtung bewegt. So, kann auch eine Allianz-Aktie sein. Spielt ja dann in dem Moment keine Rolle, was für ein Geschäft dahinter ist. Was aber das bessere Edelmetall ist, und das ist das Fazit, ist Gold. Wir haben von Gold, Achtung, während ihr das hier seht, bin ich wahrscheinlich investiert gemeinsam mit den Lesern. Also heute am Montag werden wir eine Kauf. Ich möchte ein bisschen, den nächsten Rücksetzer möchte ich kaufen. Stop liegt hier unten. Ich möchte nicht, dass wir unter 1.800 US-Dollar abrutschen. Es gibt da noch eine Gemeinsamkeit, aber oder beziehungsweise einen besonderen Hinweis hinsichtlich der potenziellen Währungsverluste. Aber ich möchte es mal hier beenden, weil ich habe doch schon jetzt auch relativ viel auf dem Kanal erzählt, was wir so machen bei den Renditespezialisten. Ich kann dann auch verstehen, wenn jemand sagt, hallo, das ist, wenn du mir das per Sprachnachricht gerade schickst, sollst du es nicht eine Stunde später im Video erzählen. Korrekt, aber ich glaube, die Informationen sind ziemlich ausreichend, die ich hier mit euch geteilt habe. Da kann sich ja jeder, der mit dem aktiven Handel vertraut ist, dann einen gemeinsamen Plan draus bauen. So oder so, ich werde nicht auf Silber setzen. Mir ist dann Stärke lieber und die Stärke ist eindeutig im Goldmarkt. Ja, Gold sieht momentan viel, viel überzeugender aus als Silber. Wer aber sagt, ich betrachte das nicht, naja, du hast doch mal gesagt, Silber 125 Dollar. Im Verlaufe der nächsten 5 bis 10 Jahre stehe ich auch dazu, ja, weil wir dann wahrscheinlich in der Edelmetallhorse sind und im letzten Drittel einer Edelmetallhorse geht Silber durch die Decke. Muss man ja vielleicht dann nicht vorher unbedingt schon haben. Also wer es weniger volatil will und ein bisschen sicherer und ein bisschen technisch stärker, der setzt hier eindeutig auf Gold. Antwort, ist das also die Kaufchance des Jahres in Silber? Ja, wenn. So, wenn es so kommt, wie eben beschrieben. Und wenn nicht, dann wird man ausgestoppt. Und wie wichtig solche Stops sind im aktiven Handel, das ist richtig unsexy, das zu besprechen, das weiß ich. Aber das ist der Weg zu dauerhafter Profitabilität, seine Verluste zu begrenzen. Das war's. Das war's für heute. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Die sind, wenn wir über Edelmetalle sprechen, meist sehr breit diversifiziert von muss man haben bis zu es gibt so viel Interessanteres. Also versucht euch, wenn ihr Lust habt, mal auf ein Setup festzulegen, auf einen bestimmten Kurs. Daran muss man sich tatsächlich gewöhnen, denn wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du auch regelmäßig mal daneben liegen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Aber genau das ist der Unterschied zwischen denjenigen, die sagen, ich habe Lust an aktive Anlage. Und aktive Anlage bedeutet beinahe zwangsläufig, sich permanent auch mit der eigenen Fehlbarkeit auseinanderzusetzen. Oder, ja, ich hätte gerne die funktionierende Glaskugel oder ich mache eben einfach nur ETF-Anlage. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Oder langfristige Anlage in Einzelaktien. Aber es sind halt zwei Disziplinen und man muss da schon ein bisschen Lust drauf haben, sich mit der einen zu beschäftigen. Insofern, falls jemand von euch einen Plan für Silber im Kopf hat, dann gebt ihn gerne hier in Form eines Kommentars wieder. Ich freue mich darauf. Ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend. Bis dann und ciao.